Zombie Apocalypse. Guten Morgen YouTube, schön, dass ihr da seid. Heute am 11. Dezember zu einer weiteren Folge Adventskalender. Haus Nummer 11, ihr seht es in der Kleincam, ist da. Ich freue mich tierisch. Ich bin gespannt, was wieder drin ist. Hier haben wir unseren kleinen Deutz D30 und wir werden den jetzt mal weiter zusammenbauen. Mal gucken, was heute kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja gestern schon gesagt. Im Wohnzimmer stehen die ganzen Häuschen und wenn ich daran vorbeigehe, ich freue mich jedes Mal wie so ein kleines Kind, ne, was drin ist. Und ja, meine Frau ist ja auch immer für eine Überraschung gut. Ich lebe noch. Ich habe keine Bratpfanne über den Kopf gekriegt, sonst würde ich ja hier sitzen. Ne? Was nicht ist, kann ja noch werden, ich weiß. Und wollen wir mal gucken, was hier drin ist. So, Haus 11. Überraschung. Da hinten ist meine Frau. Und meine Frau, die lacht sich jetzt wieder schlapp, da ich mich hier abärgere. Also, wir machen jetzt was. Hier ist das Haus. So. Ich schütte das jetzt mal hier aus. Da. Da ist nichts mehr. Das ist abgegangen. Brauchen wir nicht. Ab ins Haus. Weg. So. Und was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Könnt ihr da Ölwanne? Keine Ahnung, wo das dran soll. Wir werden hier aber noch einiges wegknipsen müssen nachher. Wir sind noch ein paar Sachen dran, die wir wegmachen müssen. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Aber wo soll das dran? Verstehe es nicht. Also unsere Lampen. Ist alles da. Vorne kommt ja dann der Kühler, denke ich mal, rein oder so. Oder wie auch immer. Und ja, wir gucken uns den ganzen Spaß jetzt hier mal an. Und zwar in der Bedienungsanleitung, die ist natürlich auch am Start, wie immer. Hier ist er. Das gute Stück. Ne? So. Und dann gucken wir uns mal an. Was das für ein Zelt ist, ich habe keine Ahnung. Okay, also. Ach so. Jetzt falle ich aber auch vom Glauben ab. Das hätte die doch mit reintun können. Naja, oder auch nicht. Und morgen werden wir wahrscheinlich ein Problem kriegen, oder übermorgen. Denn dann kommt, es kommt ein oder zwei Teile, also ein Teil auf jeden Fall, die wir mit dem fehlenden Teil, welches wir ja bestellt haben, wo ich auch noch mal gucken muss, in den E-Mails, das können wir eigentlich mal machen. Ich schaue mal kurz auf dem Handy nach, ob da schon eine E-Mail gekommen ist, ob ich denn jetzt dieses Teil bekomme. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, wir schauen uns mal hier um. Also da ist nichts bei. Hier ist auch nichts bei. Hier kommt auch keine Mailadresse. Hier ist nichts von. Okay, da
Dezember. So, wir haben heute den 10. 4 Tage sind her. Und bei Revel hat sich bisher nichts getan an uns. Wir haben nicht eine Mail von Revel bekommen. Und sie ist tatsächlich im Spam-Ordner gelandet. Ich glaube es nicht. Also die eine Mail ist im Spam-Ordner gelandet, die ich jetzt hier habe. So, die verschieben wir jetzt erstmal wieder dahin. So, jetzt müsste die ja da sein. Also, Leute, ich bin selber im Kundenservice und ich muss sagen, das, was ich hier lese, ich zitiere: Vielen Dank, dass Sie den Revell-Ersatzteilservice kontaktiert haben. Mit dieser Mail möchten wir Ihnen den Eingang Ihrer Anfrage bestätigen. Okay, alles ja noch im tadellosen Zustand, auch die Anrede, alles wunderbar. Aber jetzt kommt's. Wir haben 4 Tage. Okay, 3 bis 4 Tage, sage ich. Ist ja okay, je nachdem, was auch für Anfragen da sind, auch kein Thema. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihrer Anfrage ein wenig Zeit in Anspruch nehmen kann. Also, liebe Leute von Revell, liebe Dienstleistungszentrale, der Text ein wenig, den kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ich möchte da nicht zu sehr drauf rumhacken, aber ein wenig kann heißen unter 24 Stunden, kann heißen innerhalb von einem Tag, kann heißen 3 bis 4. Es ist Auslegungssache. Warum gibt man keine genaue Zeitangabe? Ich verstehe es nicht. Egal. Leute, wir bauen jetzt das Ding hier zusammen, denn ich will hier weiterkommen. So, genug aufgeregt, ich bin nicht auf der Arbeit. Wir schnappen uns erstmal unsere Werkzeugkiste. Weil, geht. Wenn ich sowas schon wieder lese, oh, da kriege ich schon wieder so eine Pulsschlagader, weißt du das? Nee, also kann ich gar nicht ab. So. Kleine Anekdote am Rande. Meine Frau hat diesen, ich weiß gar nicht, von Erwig, diesen Duftspender, wo unten die Kartusche reinkommt und in irgendeinem gewissen Minutentakt sprüht das Ding dann darauf. Irgend so ein Duft, den man sich da kaufen kann. Gut. Hat die das Teil. Haben wir nicht nur einen Teil von? Haben wir 3 Teile von. 2 laufen. So. Anekdote. Wird ein bisschen größer. Sie wollte das Teil auffüllen. Batterie neu rein. Klimm, de bim. Sache von normal 2 Minuten. So. Ging aber nicht mehr. Weil Teil kaputt. Sie gegoogelt, was kann man denn da machen? Im Internet hat sie dann was gefunden. Und wenn ich mich nicht irre, hat sie mir gesagt, sie muss diesen Haken 5-mal auf und runter schieben. Gemacht. Soll gehen. Batterie rin, Dose rin, nichts ging. Kaputt. Hat sie dann beim Kundenservice, ich glaube, angerufen, hingeschrieben, ich weiß es nicht. Oder der Typ hatte ihr das sogar gesagt, weil sie nichts gefunden hat, wie das geht. Im Kundenservice. Oh. Hat sie gemacht, kaputt, Fotos gemacht, hingeschrieben. Also wieder angerufen. Nach, ich weiß nicht, einer Woche, 8 Tagen, immer noch keine Antwort. Habe ich zu ihr gesagt, gib mal her, das Moped. Ja. Hat sie mir auch die Nummer gegeben von den Pappenheimern. Und da ich ja so ein lieber netter Mensch bin, habe ich denen dann auch dementsprechend eine Chance gegeben und habe dort angerufen. Einen schönen guten Tag. Ich denke mir, jo, alles klar. Das kann ja lustig werden. Jo, wurde es dann auch.
Du habt da mal gefragt, warum man denn nicht mehr auf die E-Mail antwortet, die meine Frau geschrieben hat. Ah, das tut uns leid. Ja, mir auch gleich. Und dann habe ich angefangen, ihn zusammenzustauchen. Ich sage, das kann ja nicht sein. Das Teil ist kaputt. Man sagt ihr, die Folge soll fünfmal machen. Geht nicht mehr. Batterie, alles neu drin. Geht trotzdem nicht. Ja, haben Sie mal die Chargennummer? Nö, habe ich nicht. Woher? Das, was Sie an Ticket haben, an Bildern haben, ist im Ticket drin. Bitte bearbeiten. Ja, da sieht man ja nichts drauf. Haben Sie nirgendwo anders? Sag, guter Mann, ich habe da Dinge vor mir, da steht nirgendwo was drin. Das ist die einzigste Nummer, die Sie haben. Dort, die habe ich hier auch. Geht nicht. Ja, Sag, also sind die Dinger was für die Tonne? Kann man ja in den Müll hauen, ne? Ja, man muss denn einfach nur genug auf den Sack gehen, um mal das Fazit rauszuhauen. So. Man kriegt dann nach 3 Monaten oder 2 Monaten, ich weiß es nicht, von denen auch ein neues Teil zugeschickt. Und siehe da, mit einem Entschuldigungsbrief, ach, es tut uns ja so leid und hier und da und hot und hü. Ja. 2 neue Düfte umsonst. Warum 2 neue Düfte? Wir haben das ganze Ding und jetzt ohne Flachs. Ich meine, im Frühjahr oder so hat meine Frau das gemacht. Und irgendwann Mitte Sommer kam es dann. Und wenn ich mich nicht irre, war da sogar ein Weihnachtsduft bei. Oder, Hase? Bei dem Erwig war doch ein Weihnachtsduft bei, oder? Ja. Und das mitten im Sommer. Mitten im Sommer. So. Da wir wieder bei Weihnachten sind. Ich habe das Teil dran gekriegt. Also, das ist tatsächlich hier unten die Ölwanne. Oder der Bodenschutz. Ich habe keine Ahnung. Da ist das gute Stück. Und jetzt wackelt das Teil auch nicht mehr. Geil. Es wackelt nicht mehr. Und das ist dran. Da oben kommt eine Batterie rein. Und hier oben, da wo das Ersatzteil fehlt, da muss wieder ein Teil rein. Und das Teil werden wir wahrscheinlich morgen kriegen. Denn dann wird es lustig. Wir können das gar nicht festmachen, weil uns dieses Teil fehlt. Aber wenn ich mir so meine Bauanleitung hier angucke, werden wir dann irgendwann anfangen und die Räder montieren. Die komplette Aufhängung zu montieren, zu befestigen, vorne die Lenkachse zu montieren. Das werden wir alles tun. Und dann wird der ganze Spaß hinterher an unser Chassis und an unserem Motorblock festgemacht. Ich freue mich. Der kleine D30 von Deutz nimmt immer mehr. Ja, Fahrt auf. Sehr schön. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Und ich sage Tschüss für heute. Wir sehen uns morgen früh wieder in einer weiteren Folge, wenn es heißt Adventskalender Haus Nummer 12. Bis dahin, wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Euer Kolke.